Hallo, liebe Freunde, hier ist Vasili und wir fangen heute an eine Serie der Guides über Jagdpanzer der Stufe 8. Ich habe jetzt 11 Stück in der Garage und ich will zu jedem einen Guide machen. Und wir nehmen diesen hier, Kanonenjagdpanzer 105, als Basis. Warum, erkläre ich euch später. Das ist ein relativ junger Panzer, der kam erst vor kurzem in das Spiel, vergleichbar, und wir nehmen ihn als Basis und alle anderen werden entsprechend ihm gegenüber bewertet, besser oder schlechter und entsprechend auch platziert. So, los geht's. Wir zählen erstmal, was ist das für eine Maschine? Das ist eine Maschine, die in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt wurde. Der hieß Jagdpanzerkanone 90, hatte eine 90 mm Kanone, das war also dieser hier eigentlich. Wenn ihr den im Museum seht, dann werdet ihr sehen, dass der so aussieht eigentlich. Und ja, Wargaming sagt, einige Ingenieure meinen, dass der Panzer auch die 105 mm Kanone vertragen könnte. Der ist recht klein, ja, von dem her, es gibt keinen Turm, wo der die Belastung aufnehmen kann, aber da hier die Waffe starr montiert, quasi nicht starr im Rumpf, sondern im Rumpf, und die Belastung beim Schuss direkt ins Fahrwerk geht, kann das schon sein, dass der Panzer diese Kanone beim Schießen aushalten würde. Doch beim Fahren, schaut mal, wo die Kanone platziert ist, die liegt so weit vorn. Das heißt, Schwerpunkt der Kanone liegt irgendwo hier. Und die Maschine wog circa 20 Tonnen. Ich weiß nicht, ob die hier die Masse irgendwo ist. Genau, 26 Tonnen Leergewicht. Das bedeutet, dass so eine Kanone mit, wie viel wog sie? 7 Tonnen oder 8? 1,3 Tonnen steht hier. Jetzt bei World of Tanks. Realistisches Simulationsspiel. Das heißt, ganz vorne über eine Tonne Gewicht. Ja, das wird natürlich das Ganze etwas kopflastig machen. Das heißt, der Panzer würde so ein Kopfnicker, wie wer das Lied kennt, ich bin der Kopfnicker, dann weiß er, wovon ich spreche. Die Maschine würde einnicken und natürlich ein bisschen Erde im Rüssel mitführen ständig. Das wäre also gefährlich beim Schießen. So, nun gehen wir zum Vergleich. Ich habe jetzt alle Premium-Jagdpanzer hier reingemacht, wobei man sie natürlich unterteilen kann in verschiedene Klassen. Also genau das machen wir zuerst. Es gibt Maschinen, die sehr schnell fahren, also einfach bewegliche Maschinen, bewegliche Jagdpanzer, die schnelle Bewe Stellungswechsel erlauben. Und also dazu zählt Kanonenjagdpanzer in beiden Formen. Ah, genau. Und ohne Turm natürlich. Ja, genau. Das ist ja auch eine Bedienung. Dann ist der MX Dassault CDA 105 einer davon und der chinesische WZ 120 1 GFT und ebenfalls Streetwagen S1. Das sind also die Maschinen, die immer auf ihre Beweglichkeit und Tarnung setzen müssten. Ja? Wobei da gewisse Unterschiede gibt, denn dieser hier auch eine gewisse Panzerung besitzt, auf die er zählen kann. Er hat ja auch ein bisschen Panzerung. S1 hat bedingt Panzerung. Was heißt bedingt? 30 mm hat Panzerung gegen Kanonen, die kleiner als 90 mm Kaliber sind. Aber hier ist eine riesige Kommandantenkuppel, die man treffen könnte. Und unser Kanonenjagdpanzer als Gast, der hat natürlich gar keine Panzerung. Und dann gibt es die Jagdpanzer mit dem Turm. Das ist also Scorpion G. Er ist ebenfalls beweglich groß, hat keine Panzerung und hat aber einen voll drehbaren Turm. Dazu zählt auch T103. So, T103 hat einen voll drehbaren Turm wie der Scorpion, ist aber größer und hat also eine gewisse Panzerung. Unter Umständen kann da was abprallen. 220 am Turm, 100 an der Wanne. Und er ist nicht so empfindlich gegen HEs aufgrund dessen. Aber die Artillerie sagt dir dann was anderes natürlich. Und es gibt diese 130 PM, die viel kleiner als die anderen beiden sind
und einen begrenzt drehbaren Turm, 77,5 Grad zu je Seite, begrenzt drehbarer Turm. Mobilität ist auch vorhanden, mehr oder weniger, und die Panzerung ist auch nicht da, aber dafür ist das sogenannte Luftpanzerung oder Luftpolster, wenn man will. Das heißt, bei dem Ding geht hier einfach viel durch die Luft. Also wenn man hier reinschießt, dann macht man keinen Schaden. Und das ist ein Vorteil von dieser Maschine, weil viele meinen, ah, da habe ich dich von der Seite. Schießen hier rein ins Loch und gibt keinen Schaden. Und dann gibt es die Drückeberger. Drückeberger, das sind langsame, schwer gepanzerte Maschinen, die dazu da sind, um die gegnerische Verteidigung zu stürmen. Man kann sie natürlich auch als andere Positionspanzer in Position stellen und aufgrund ihrer Tarnung versuchen auszuspielen. Das geht auch. Das sind eben die verschiedenen Spielmöglichkeiten. Und dazu zählt TS5. Und man kann aber auch natürlich die Panzerung einsetzen. Turtle 1, aber die Artillerie wird euch natürlich was erzählen von eurer Panzerung. Und dazu zählt auch der Jagdtiger 88. Also diese Maschinen kommen alle später. Heute eben 105 Kanone, 105er. Wir schauen uns mal die Daten im Vergleich an. Die 11 Maschinen. So, mittlerer Schaden. Kanonenjagdpanzer 105 hat eben 390 mittlerer Schaden. Das ist ein guter Wert, aber nicht der höchste. Der höchste ist bei dem Skorpion und Suna 30 mit 520, Skorpion 490 Einheiten. Dann gibt es die mit 440 Schaden pro Schuss, also T-103 WZ. Und es gibt die ganz miesen, die Loser, die Verlierer. Mit, gut, der Halbverlierer ist Turtle mit 330, das geht ja noch, aber dann kommt ja der Kanonenjagdpanzer mit seiner 90mm mit 240 Schaden. Das ist ein, ja gut, das ist eine Lusche. Feuerrate ist entsprechend sichtbar. Dazu laden 11,5 Sekunden. Und die anderen Zahlen, die seht ihr selbst. Geschützgeschwindigkeit, das ist eben bei den turmlosen Panzern eben die Geschwindigkeit, wie schnell er seine Kanone bewegt. Das ist mehr oder weniger ohne Bedeutung. Dann bei den Turmpanzern ist das praktisch der Wert, mit der sie ihren Turm drehen. Also, was ist gut beim Kanonenjagdpanzer? Minus 8 Grad Geschützrichtwinkel. Erstens, und das verbunden mit seiner flachen Bauweise. Ihr seht selbst, das Ding ist sehr flach im Vergleich zum Beispiel zu diesem Monster hier oder zu dem Skorpion, der etwas. Also haben wir hier den Franzosen und wir sind hier noch ein bisschen flacher. Der Franzose geht irgendwo bis hier hin und wir sind hier. Also er ist noch ein bisschen flacher. Der Chinese ist vergleichbar flach, aber auch sehr klein, und der Schwede ist sehr klein. Also das ist, die Größe ist eben auch ein Vorteil, wie gut man ein Fahrzeug in einem Gebüsch verstecken kann, unabhängig jetzt vom Tarnwert. Und das also verbunden mit seinem minus 8 Grad Geschützrichtwinkel nach unten ist also ein guter Wert. Das erlaubt ihn praktisch über irgendwelche Hindernisse hinweg gut zu verstecken und so auszuspielen. Also da vergleichbar kommen dann nur eben der Chinese nicht hin, weil er minus 6 Grad hat, aber dafür hat er seine Panzerung. Der S1 kommt dahin mit seinem komischen verstellbaren Fahrwerk mit minus 11 Grad, aber da ist eben die Umschaltbarkeit in den Belagerungsmodus notwendig. Dann der Franzose mit minus 8 Grad mit den genannten Nachteilen. Also er ist etwas größer und hat eine Kommandantenkuppel, die auch noch etwas höher geht. Und wir haben also dann Seitenrichtbereich. Ein wichtiger Punkt für einen Jagdpanzer, weil wenn der Richtbereich nicht ausreicht, muss man den Panzer bewegen. Mit entsprechend, wenn man zum Beispiel ein Tarnnetz hat oder Scherenfernrohr, da schaltet sich das beim Drehen aus, wenn man den Panzer bewegen muss. Und das Schlimmste ist, man muss neu einzielen, wenn der Gegner außerhalb des Zielbereichs kommt. Dann bewegt man die Maschine seitlich, dreht man und dann muss man neu einzielen. Und dazu eben, das hängt mit dem Wert Zielerfassung zusammen. Also muss man diese beiden Werte zusammen ansehen.
einigst da 5 Grad weniger zu jeder Seite, das heißt insgesamt 10 Grad weniger und dazu auch eine schlechtere Zielerfassung. WZ hat eine ganz lange Zielerfassung, fast 3 Sekunden und nur 10 Grad zu jeder Seite. Der S1 hat überhaupt keinen Seitenrichtbereich. Der Schwede muss komplett seine Maschine bewegen mit dem Fahrwerk zusammen. Aber mit dem Vorteil, dass wenn er seinen Panzer dreht, im Belagerungsmodus bleibt Tarnnetz und Scherenfernrohr aktiv die ganze Zeit. Wenn man nicht nach vorn und hinten fährt, solange man sich nur auf der Stelle dreht, bleiben sie aktiviert. Und Einzelzeit beträgt fast 3 Sekunden ebenfalls. Jagdtiger 1.7, 1.7 TS5 und so weiter. Also seht selbst, die anderen haben einen Turm, deswegen ist das mit dem Umschwingen funktioniert das ganz anders. Streuung 0,31. Naja, wie genau ist der Kanonenjagdpanzer 105? 0,31 Streuung. Also, damit ihr noch versteht, alle Panzer hier im Vergleich sind folgendermaßen konfiguriert. Also 100% Besatzung ohne Perks und ohne Zubehör, ohne Zusatzration und ohne Direktiven, aber mit Tarnfarbe aktiviert, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist. Sind also mit gleichen Bedienungen verglichen, werden die Panzer alle mit gleichen Bedienungen, unter gleichen Bedingungen verglichen. So, genau ist der Kanonenjagdpanzer 105. IMX CDA ist noch eine Spur genauer. WZ ist ziemlich ungenau, aber dafür ist seine Stabilisierung besser. Das heißt, wenn er uneingezielt schießt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er trifft. Wenn er kurz stehen bleibt, sich dreht und sofort ohne Einzielen schießt. Streetwagen S1 muss sowieso jedes Mal in Belagerungsmodus wechseln. Das ist also sowieso ein ganz anderes Kapitel mit dem. Jagdtiger 8.8. Ich empfehle hier einzuzielen, obwohl die Kanone 0,3 Streuung haben soll. TS5 hat die Streuung 0,42, aber das Ding trifft uneingezielt besser als eingezielt. Das ist einfach Fakt. Nehmt das so hin. Das ist die sogenannte Stabilisierung. Der Kreis ist, wenn das, sich der Panzer bewegt, der Kreis ist extrem klein. Oder der von uns scheinbar nicht gesehene Kreis, den Wargaming sich da gezeichnet hat. Deswegen trifft der Panzer oft einfach aus der Drehung, aus Bewegung irgendwo und auch auf hohe Distanz teilweise. Was man von der Turtle hier nicht so sagen kann. Und ja, gut, die anderen Panzer, ich werde da nicht so genau drauf eingehen. Erstmal nur den Vergleich. Also DPM, mittlerer Schaden je Minute. Das heißt, wenn man schießt und jeden Schuss durchschlägt, wie viel Schaden ununterbrochen, wenn man schießt, wie viel Schaden kann man dann in der Minute machen? Und da ist der Kanonenjagdpanzer 105 einfach ein Verlierer. Mit 2034 Einheiten ist einfach eine Schande dieser Wert. Das ist Mist, das ist total wenig, absolut unausreichend und ja, eine totale Schande, absolute Schande wert. Man kann schießen und dann muss man sich eine halbe Stunde verstecken, solange, bis man nachgeladen hat. Dann kann man wieder rausfahren und schießen. So, nächster Wert sind wieder Strukturpunkte. Also DPM, großer Nachteil, Jagdpanzer 105. Strukturpunkte, 1050 Einheiten. Ja, aber andere, es gibt ja noch, Sie sagen, da ist noch andere, sind andere Panzer, die haben noch weniger. Ja, wer hat denn weniger? Schauen wir doch mal. IMX CDA 105, der mit Frontpanzerung oder eine Art Frontpanzerung ausgestattet ist. Und S1, den man so leicht nicht aufklärt überhaupt. Kanonenjagdpanzer hat zwar auch eine gute Tarnung, aber der ist noch weit entfernt vom S1, ne? Und deswegen sind die 1050 Punkte einfach eine Schande. Vor allem, was hat der S1 dann für ein DPM? Lass doch mal sehen, 2400 Einheiten, das sind 400 Einheiten mehr als der hier. Also, und dann noch die Panzerung dazu, ne? Während der Jagdpanzer 105 überhaupt keine Panzerung hat, überhaupt gegen keine Kanonen. 30 mm Panzerung, 30 mm, Leute, wenn man ihn sieht, dann wirft man mit Kaugummis nach dem, um Munition zu sparen. Wenn ein Vogel vorbeifliegt und drauf scheißt, dann gibt es einen Durchschlag.
Leergewicht 26 Tonnen, das sagt uns einfach, dass das Ding immer von jedem gerammt wird. Gerammt mit großem Schaden. Leichter ist nur der normale Jagdpanzerkanone. Dafür 500 PS Motorisierung, sehr mobil mit 19,2 PS pro Tonne. Er ist gefühlt der mobilste von allen. Wenn man jetzt schaut, hier der Franzose hat besseres Leistungs-Gewichtsverhältnis. Aber gefühlt hat er eine schlechtere Bodenwiderstandswertung und deswegen bewegt sich der Jagdpanzer 105 noch besser. Hat außerdem noch 70 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das hat sonst überhaupt keiner von diesen hier Herren in der Liste. Auch die Wendigkeit mit 48 Grad pro Sekunde, absolut Spitzenwert. Das heißt, man muss sein DPM, sein geringes DPM mit der Beweglichkeit, dem Tarnwert ausgleichen und fehlende Strukturpunkte. Was bedeutet das in Kombination? Wir haben eine Sichtweite von 360 Metern. Das ist Durchschnittswert. Es gibt schlechtere, es ist eins mit 350, aber seine Schere, die immer aktiv ist, ja. Und dann gibt es noch Scorpion G mit 360, so 100, 360 Meter. Also es ist der niedrigste Wert, aber so auch gleichzeitig Durchschnitt, weil es nur wenige gibt, die besser sind. Wie zum Beispiel der WZ mit 380, der eher als eine Art Medium-Panzer zu spielen ist dann. Und was bedeutet also dieser Wert in Kombination mit wenig Strukturpunkte? Also hohe Geschwindigkeit, Mobilität, Wendigkeit in Kombination mit sehr wenig Strukturpunkte und sehr wenig DPM. Das bedeutet, ihr dürft keinen Fehler leisten. Ihr dürft euch überhaupt keinen Fehler leisten. Ihr müsst extrem vorsichtig sein. Jeder Fehler bedeutet euren Tod. Und das werden wir auch gleich sehen. Kurz noch über die Durchschlagswerte der Kanone. Also Jagdpanzer 105, 268 Durchschlag mit Normalmuni. Jagdpanzer, der hat 238 mit Premium 250, also nur 12 mm Unterschied. IMX 260, WZ 248, S1 288, das ist der höchste Wert. Jagdtiger 88 212, der niedrigste Wert, aber er hat privilegierte Balancierung, das heißt, er sieht keine Zehner. TS5 248, Turtle 1 224, weiß nicht, wodurch dieser Wert gerechtfertigt ist. Scorpion 246 und 258 T103 und 130 243. Also ist unser Jagdpanzer 105 ganz gut dabei mit dem Durchschlag und auch mit Premium-Durchschlag mit einer der höchsten mit 330 mm. Also vom Tarnwert her, man sieht, dass Kanonenjagdpanzer einfach der Meister hier ist, bis auf den S1. Ja. Und S1 ist einfach eigentlich der Weltmeister mit seiner Tarnung. Danach kommt direkt der Kanonenjagdpanzer. Also diese Mannschaft wird trainiert und als Zubehör habe ich jetzt Optik drin. Warum Optik? Ich bewege mich viel von Position zu Position. Ich habe ein schlechtes DPM, deswegen habe ich keine Zeit zu warten, dass das Scherenfernrohr aktiviert wird. Ich muss kurz rausfahren, zurückfahren, die Gegner, also kurz vorfahren zum Gebüsch, Gegner spotten, zurückfahren, schießen, um nicht aufzugehen und kann dann nicht warten, dass die Schere aktiviert wird. Jedes Mal, weil mein DPM sowieso schon gering ist. Dazu noch die Lüftung, um die Optik und alles andere zu verstärken und den Ansetzer, um das schlechte DPM zumindest ein bisschen erträglicher zu machen. Und da die Mannschaft hier teilweise die zwei Perks noch nicht voll hat, habe ich also noch Schokolade mit eingepackt und dazu Direktive zum ordentlichen Munitionslager. In diesem Gefecht werden wir uns mal angucken, wie man den Panzer also spielen könnte. Das ist Fischerbucht und ich stelle mich erstmal dahin, weil ich mich noch nicht für eine Richtung entschieden habe. Ich sehe so eine gewisse Anzahl der Gegner, der Verbündeten links, eine gewisse Anzahl in der Stadt. Für mich kommt eigentlich beides in Frage. Ich sehe in der Mitte die Möglichkeit und ich entscheide mich für die Mitte und gehe also in diese Position. Es ist sehr gefährlich
Und deswegen muss man hier ganz vorsichtig spielen. Also ich sage euch nur, man kann mit diesem Panzer, also ganz dringende Empfehlung, ganz klare Empfehlung, versucht nicht mit diesem Panzer eine Stockmannschaft zu trainieren, komplett ohne Perks. Also das Mindeste, was ihr braucht einen Kommandanten mit Tarnung, auf jeden Fall. Also das, was dieser Panzer nicht kann, er kann keine Komplett-Stock-Mannschaft trainieren, denn er ist unfahrbar. Mit einer Stock-Mannschaft verliert er seine Beweglichkeit, verliert seine Tarnung und seine Treffgenauigkeit. Also alle Vorteile, die diese Maschine hat. Und wie ich schon sagte, ihr dürft keinen Fehler machen. Also wir können hier eine längere Zeit stehen. Ich kann mich eben nicht entscheiden. Ich beschleunige die Zeit mal ein bisschen. Wo ich zum Einsatz kommen kann. Und es gibt also eine ja, gewisse Unklarheit. Es steht 1 zu 1. Die Verteilung auf der Karte sieht noch so einigermaßen ordentlich aus für beide Seiten. Da kann man nicht sagen, jetzt die oder die stehen schlechter. Und da gab es schon den ersten Treffer auf deine V. Aber ihr seht, ich gehe auf, weil mein Kommandeur, ihr habt gesehen, nur 73% von Tarnung hat. Und das ist eben hier das Entscheidende für für die Tarnung, für das Tarnwert. Ich wähle also diese höhere Seite, muss also noch aber weiter links gehen, damit ich von hier noch keinen Schuss kriege. Und das ist eben das, was ich sage, man darf hier keinen Fehler machen. Es ist auf jede Kleinigkeit zu achten. Es ist sehr anstrengend, mit dem zu spielen. Und ihr müsst immer hundertprozentig wach sein und immer voll aufpassen, was ihr gerade macht und was ihr gerade treibt. In der Stadt will ich eigentlich nicht besonders spielen, weil eben, genau, da habe ich gewusst, dass der rausfährt, der MX. Und jetzt muss ich natürlich so eine Ehrenrunde drehen, weil eine gewisse Artilleriegefahr besteht. Ich sehe, hier hat eine Artillerie eingeschlagen, aber da hier alle Gegner beseitigt sind, entscheide ich mich jetzt hier hin vorzustoßen. Und was passiert? Ich stelle mich erstmal dahin. Gegnerischer Konvoi drückt auch durch, geht natürlich auf. Ich gehe nicht auf, ich bin nicht offen jetzt. Patsch. Und das ist aber der Schuss, der für ihn galt. Und ich ihn abgefangen habe. Ich weiß nicht, womit. Wahrscheinlich wurde meine Kanone getroffen. Und das war ein Fehler. Man hat gesehen, er kriegt Schüsse ab und steht hinter mir. Da hinten stehen gegnerische Panzer. Eigentlich muss ich mich weiter nach links weg aus der Schussbahn. Hier ist eine Schussbahn und ich muss da weg. Und das habe ich nicht berücksichtigt. Von da hat man jetzt einen Artilleriegranate hier explodieren sehen. Conway stand hier. Das heißt, die Artillerie hat versucht, auf ihn zu schießen. Das heißt, sie steht irgendwo da. Und sowas muss man sich merken, ja? Das muss man merken, solche Sachen. Ja. Panzerung nicht durchschlagen, wer hätte das gedacht? Versuchen wir es von hier aus, aber hier gibt es noch schlechtere Durchschussbahn. Komischerweise hat Wargaming so gemacht, dass man von der gegnerischen Position hier durchschießen kann, aber von der eigenen Position nicht. Das heißt, Panzer, die hier durchdrücken, können nicht von Verbündeten praktisch abgeschossen werden, die hier da verteidigen, zum Beispiel. So, Udis haben wir noch mitgenommen. Auf der anderen Seite. Streetwagen. Und Artillerie ist sichtbar, aber ich habe ja gerade den Streetwagen anvisiert. Deswegen bleibe ich dran. Und völlig umsonst, wie sich herausstellt, hätte gleich auf die Ari schießen können. So, die Hauptmunitionsart habt ihr gesehen, das ist eine APCR. Geht die Ari wieder auf, dank meiner Optik, aber halb versenkt, ich treffe den Boden. Ich fahre da hinten rum.
Ja, jetzt heißt es noch Reste sammeln, da kommt man natürlich in Rage und macht schnell Fehler oder man hofft, es geht alles gut, dass hier keiner ist und so weiter. Also voll unvorsichtig reingefahren, abgeschossen und was passiert? Jetzt bin ich offen. Normalerweise müsste ich warten, bis ich wieder nicht sichtbar bin, ja, und versuche noch irgendwie anders zu manövrieren. Doch was mache ich? Ich natürlich, ja, es gibt nur noch drei Panzer, die muss man schnell sammeln fahren. Und dann muss ich also schauen, vielleicht finde ich hier noch einen. Ist doch klar, dass die da wahrscheinlich schon auf mich zielen. Und was passiert? Ups, was geht hier auf? So, richtiges Handeln wäre in diesem Moment. Kommt sofort abdrehen nach rechts. Hier ist so eine Senke, die würde mich sichern. Abdrehen, abhauen, einen Kreis machen und vielleicht eben von hinten reinfahren, der Artillerie. Oder zumindest so bleiben, dass ich ein bisschen zurücksetzen sofort, dass ich vielleicht das Eckerl vom Gehwegtiger sehe. Was mache ich? Böses Foul, böses Foul. Ich drehe mich auf der Stelle um. Der weiß, dass ich hier bin, weil ich gerade den 257 abgeschossen habe. Und natürlich gehe ich auf. Sieht mich sogar. So. Ja, 500 HP hat er. Ich ziele ein. Schieße. Will mich sofort in Sicherheit bringen. In diese Senke. Bumm. Von voll HP auf 0 in einer Millisekunde. Das ist das Gefecht, wo man sieht, man darf mit dem keine Fehler machen. Ja, und ich habe eine miserable Siegesrate mit dem Panzer, weil ich eben eine lange Zeit viele Gefechte gefahren bin mit Stockmannschaften und das darf man mit der Maschine einfach nicht machen. Und dann solche Fehler natürlich, wenn man denn nicht sehr oft spielt, dann macht man solche Fehler einfach. Und hier noch ein Gefecht, wo ich euch zeige, welche Fehler man nicht machen sollte. Ich entscheide mich für aggressiveres Fahren mit der Maschine. Nochmal ein bisschen schneller. Auf Erlenberg und diese Position, wo die Gegner über die Brücke fahren. Ich komme schnell hin, dank meiner Mobilität und kann also früh anfangen, den Ärger zu bereiten. Dank meiner minus 8 Grad kann ich hier so eine gewisse Kuppel ausleben. Sofort bin ich in Deckung, seht ihr? Doch, es gibt eine Artillerie, wie wir wissen. Also da ist schon Artilleriegefahr. Das ist das, was ich hier komplett ignoriere. Hier gab es schon Einschläge. So, Emil, dank meinem guten Durchschlag, obwohl Emil unter großem Winkel rausfährt. Wir stehen hier zu zweit, das ist ein anderer, noch ein Fehler. Und dann sehe ich hier so eine Art Gebüsch hier, ne? Ganz leicht, so seichtes, so durchsichtiges Gebüsch. Was machen wir? Nutzen wir, probieren wir mal, vielleicht bringt es was. Da steht der Emil. Scheinbar irgendwas anderes getroffen, außer der Seite vom Panzer. Und ich gehe nicht auf. Seht ihr, ich gehe hier nicht auf. Das zeugt also vom guten Tarnwert. Vielleicht schlechte Sichtweite vom Emil. Stockmannschaft, was weißt du nicht, keine Optik drin. Aber er weiß nicht, von wo ich schieße. Erstmal. Hier steht noch ein Stückchen vom Turm, der so, ach so fest ist. Seitlich angewinkelt, durch Frontplatte scheinbar, wie es aussieht zumindest. Also ich ziele hier rein, denke, der Emil kommt, aber hier kommt was anderes, der Progetto. Und ja, jetzt ist er gewarnt, jetzt weiß er, wo ich stehe. Und hier sollte ihn an der Stelle, jetzt war ich offen, habe schon mehrere Schuss gemacht, also einfach abhauen und Position wechseln wäre jetzt richtig. Doch was mache ich? Von der Seite, erstens könnte mir der Skoda hier reinfahren und das ignoriere ich völlig. Der Progetto will hier praktisch über diese Fläche und hier steht der 110er, wartet auf mich. Und hier steht der Emil. Der schaut sogar raus. Ich könnte sogar auf den schießen. Was mache ich? Ich ignoriere. Also ich habe den Emil jetzt nicht gesehen. Und versuche den Progetto. Ich ignoriere also den Emil. Gehe natürlich auf. Habe versucht, den Progetto zu erwischen. Treffer vom 110. Und der nächste vom Emil. Und weg.
1050 HP, meine Damen und Herren, weg bin ich. Keine Fehler. Auf jede Sekunde müsst ihr 100% aufpassen. Und hier ein Gefecht auf der Karte Malinowka. Ich sage nicht, dass ich ideal gespielt habe, aber es ist sehr nahe am Ideal. Also, ich weiß nicht, wie ich es hätte besser machen können. Und zu Beginn erstmal in Deckung gehen. Das war richtig, also weil der so durchrascht. Auf keinen Fall versuchen, dort stehen zu bleiben wie der hier, dieser Dominik, und auf den zu schießen, sondern wirklich erst in Deckung fahren und dann versuchen. Und dann kann man schauen, ob man den Aufklärer wegmacht. So. Und jetzt hier vorsichtig probieren, ob man aufgeht, ja oder nein. Ob hier noch ein Scout steht. Und ja, Burask aufgegangen. So, Schuss gegeben, wieder in Sicherheit. Natürlich ein freundlicher Dominik, der uns gleich blockt von hinten. Ganz klar. Super, super Mensch. Ich versuche die Kette zu treffen. Beim Panther treffe ich nicht. Also zwei Mets vor allem. Ich meine, ja. Also ihr seht selbst. Das war übrigens für einen Dominik der Schuss, ne? Weil ich bin nicht auf gewesen. Ich bin nicht auf gewesen. Entweder Dominik oder einer von den beiden war auf und ja, ich versuche auf Verdacht. Auf Verdacht den T92 zu erwischen. Der hier schießt. Ich habe jetzt nicht genau erkennen können, von wo der schießt. Und ja, hier ist natürlich Standardversuch. Wieder genau, Progetto, genau richtig. Da ist der Sinnlack. So. Jetzt sind Gegner auf dem Hügel. Jetzt kann man versuchen, dass man ihre Türme. Ich bin eingezwungen, aber jetzt bin ich auch gnadenlos mit dem Schubsen. Genau das, was sie bei mir gemacht haben, das tue ich euch jetzt auch an, haben mir gedacht. Wenn ihr es selbst nicht versteht. Genau, der hat es jetzt kapiert. Und ja. Wir müssen auf Gäste vom Berg warten, natürlich. Da passiert erstmal nichts. Mit dem Kanonenjagdpanzer kann man eben nicht aggressiv fahren. Und das soll also nicht aggressiv vordrücken, sondern eben man muss warten, bis die Gegner in die Schussbahn fahren aus einer gewissen Position, die dir eben diese, das ist auch volle Absicht von mir, weil ich will eigentlich schauen, ob der FV jetzt was aufmacht. Und da mich der Dominik auch so freundlich auf mich Rücksicht genommen hat, habe ich das selber jetzt bei ihm gemacht, ein bisschen die Schussbahn versteckt. Er kann jetzt sowieso nicht schießen. Auf was will er hier schießen? Kann man sowieso auf nichts schießen hier. Deswegen war das jetzt nicht so wichtig. Aber wenn der FV jetzt den Burask aufmacht, zum Beispiel der Chimera, dann sollte man den gleich, so, das fährt der SM runter. Und da habe ich sofort die Möglichkeit genutzt, dem in den Turm eine zu geben. Und fahre natürlich in eine Empfangsposition, da wo ich sie empfangen kann, diese Jungs. Ja. Zenturien haben wir verscheucht. Löwe. Fährt raus aus der Deckung. Ich schieße da ungefähr, wo sein Turm war. Das war auch ein Treffer jetzt. Das sieht man später an der Auswertung. So, jetzt was sehen wir hier? Wir sehen, dass diese Jungs sich verpissen. Das heißt, es wird hier kein Spot mehr geben. Es wird nichts mehr aufgeklärt. Ich habe die Möglichkeit, selbst dahin zu fahren, in diese Tannen und da selbst Aufklärung zu betreiben. Jetzt habe ich einen Fehler scheinbar gemacht, weil der Chimera rausgefahren ist und das habe ich nicht gesehen. Ich war auf den T92 fixiert. Da ist der Chimera am rausfahren, genau. Und hat mich scheinbar aufgedeckt. Ich versuche also zu manövrieren. Das ist also seine Geschwindigkeit ausnutzen, manövrieren und abhauen. Und da habe ich natürlich
Ja, wenn ich andererseits auf den Chimera von dort geschossen hätte, würde ich wahrscheinlich vom Berg aufgehen. Das war also eine riskante Position, ziemlich weit an der Front. Und ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Das war so ein strittiger Moment. Aber Löwe mit einem HP wird vom WZ weggeschossen. So. Man muss jetzt also schauen, wir haben jetzt genug Bewegungsspielraum. Es gibt weniger Panzer. Ein paar sind schon abgeschossen, auch Gegner. Sieben Gegner sind weg. Acht Gegner sind weg. Und von daher gibt es mehr Freiraum zum Bewegen. Diesen Freiraum kann ich ausnutzen. Irgendwie kommt der Centurion nicht. Ich bin ja an seinem Turm abgeprallt. Das heißt, er weiß, ich stehe irgendwo da hinten und hat Angst, runterzufahren. Er hat ja schon ein paar in den Turm kassiert. Deswegen habe ich gedacht, wird er wahrscheinlich nicht runterfahren. Und dann tatsächlich, ich sehe, dass er immer noch da steht. Und gebe ihm einen guten Schuss in die Kette. Jetzt ist er One-Shot für mich. Das bedeutet, ich kann jetzt hochfahren und ihn rausnehmen und einen Schuss von ihm annehmen, ja. Aber ich weiß nicht, wo dieser 53er ist. Da ist er. Der war hier das letzte Mal offen. Das heißt, wenn mich die beiden empfangen, werde ich wahrscheinlich sterben, weil der Centurion gibt mir 200, der 53 TP, wenn er HE drin hat, gibt mir die restlichen. Also ist ein bisschen gefährlich. Und ich entscheide mich also noch nicht zu fahren. Warte. Sehr aggressiv spielenden, sehr mutigen Verbündeten. Er versteckt sich hinter mir. Das heißt, er geht jetzt auf und ich fresse den Schuss, der für ihn bestimmt war. Das ist natürlich sehr, 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 sehr vernünftig und kollegial. So, der 5-1 hat mich gesehen, gespottet. Was soll ich machen? Ich muss natürlich abhauen. Mix hat sich so lange versteckt hinter mir. Ich schaue, ob der Chimera offen oder nicht ist. Er ist scheinbar nicht auf mich fixiert. Ich kann also hier durchfahren und entscheide mich, in die Todeszone für diesen Centurion zu fahren. Er kann mir nichts mehr tun von hier. Er muss also runterfahren, was er nicht machen wird. Und von hier aus sehe ich den Chimera. Chimera ist 340 Meter, müsste mich aufmachen, macht aber nicht auf. Es sind ein paar Bäume dazwischen. Scheinbar dient es mir als Deckung. Und kann ihn also rausnehmen. Buraske. 360 HP. Wäre vielleicht sogar vernünftiger, den Buraske zuerst rauszunehmen. Aber glücklicherweise kann ich ihn blind erwischen. Versuche also den Centurion jetzt aufzuspotten. Fahre unter ihn. Aber nein. Von hier aus kriege ich ihn nicht auf. Doch da geht er auf, aber ich kann ihm nichts tun. Scheinbar macht ihn der FV auf. Also ich nicht. Er weiß also auch nicht, wo ich bin, ne? Das ist auch ein Vorteil von mir. Kann gleich probieren auszunutzen. Na, da kommt man nicht hoch. Aber kein Problem mit unserer Beweglichkeit. Ich hoffe, der Centurion sieht den umgefallenen Baum nicht. Aber auch wenn er ihn sieht, was macht er schon? Macht nichts. Erstmal so durch die Leiche spotten. Ja, da ist er. Und er vermasselt es eigentlich, sich richtig in Deckung zu begeben. Versucht es noch mit der Seite abzutanken. Aber keine Chance mit unserem Durchschlag 268. Das ist Stufe 10 Niveau. Machen wir den weg. So, jetzt müssen wir den 53 TP finden. Wo wird der sein? Erstmal, ja, versuchen wir so aufzuklären. Durch Busch fahrend. Dann, wenn er hier ist. Aber er steht da hinten. Sieht mich nicht, ich sehe ihn, er weiß, weil seine Lampe angeht, versucht sich noch umzudrehen. Weg ist er. So, jetzt ist es gefährlich. Warum? FV ist One-Shot.
Und alleine ganz vorne, WZ ist One-Shot. Ich bin 500 HP für diese beiden wahrscheinlich auch One-Shots. Für Progetto ist halt, sind es halt eine Trommel. Was passiert? RV ist alleine ganz nach vorne vorgefahren. Niemand kann ihn decken. Aber er macht auch nichts auf. Deswegen ist es. Dann mache ich noch diesen Manöver hier ganz dumm und verliere 120 HP. Ja, ich habe zu viel HP gehabt und habe gedacht, muss ich ein bisschen loswerden. Und ja, dann passiert also blöde Situation. Das ist auch das Schlimme, man unterschätzt seine Beweglichkeit leicht, versucht irgendwo schnell irgendwo hinzukommen. Und der ist so schnell, der Panzer, und so leicht, dass er das den einfach schmeißt irgendwo. Man schafft es nicht rechtzeitig zu bremsen, weil man schon zu schnell ist. So, und von daher, was können wir machen gegen stehende Jagdpanzer, die nicht aufgehen, ihnen HP schenken, sehe ich irgendwie nicht ein, meine HP irgendwelchen Campern zu schenken. Jetzt habe ich natürlich Angst gekriegt, dass der Skorpion mich aufmacht oder von hier aus kann ich dem nichts tun. Das ist also irgendwo hier eine Position. Ja, da geht auch nichts auf. Skorpion versucht natürlich auch noch Schaden zu machen im letzten Moment. Ich verfolge ihn. Und ja, so ist, geht die Zeit aus. Gefechtsergebnis. Wir sehen auch gleich 3800 Schaden insgesamt. Da war Blindschuss auf den Löwen dabei am Turm. Und 64.000 Silber gibt es dafür, was kein gutes Ergebnis ist. Also muss ich dazu sagen, dieser Panzer schießt, er farmt nicht gut. Warum? Weil die Munition sehr teuer ist. Seine normale Mumpel kostet 1200 Silber und macht halt 390 Schaden im Durchschnitt. Und das ist sehr teuer. Und deswegen zum Farmen ist er nicht geeignet. Serverstatistik von diesem Panzer am Server. Das ist also RU-Server, liegt bei 50,4%, also scheinbar wissen es, also 49,2 bis 50,4% im Schnitt für die letzten 4 Wochen. Das heißt, die Leute dort scheinen den zu beherrschen, aber ich muss sagen, dort fährt auch kaum jemand mit Stockmannschaften, so wie ich das mache. Deswegen, das sind einfach Leute mit guten Mannschaften, mit Rationen und so weiter, mit viel Premium-Munition. Und der Nummer 1 am Russ-Server mit dem Panzer, da heißt, das liest man Verniti Yolko, also bringt uns den, die Tanne, also damit meint er ELC, also den ELC AMX, so wie er früher war, bringt uns den ELC zurück. Er macht 4310 Gefechte mit dem Panzer, hat er bereits hinter sich mit einer Siegesrate von 71,9% im Schnitt, also Wahnsinn. Am EU-Server haben wir 49,4, 49,8, also ungefähr auch bei 49, also gut ausbalancierter Panzer, so wie es aussieht. Und Nummer 1 auf dem EU-Server ist Xilence, also ein Streamer, kennt ihr wahrscheinlich, mit 67,4% Siegrate bei fast 1000 gespielten Gefechten. Und das ist auch ein super guter Wert, da kann man auch was lernen, wie man vorsichtig diese Maschine spielt. Da werden aber einige von euch sagen, ja, man kann aber mit dem Ding, mit, auf Tarnung und so weiter, da kann man in der Stadt ja nichts machen. Und hier habe ich zufällig ein Gefecht auf Himmelsdorf. Es ist schon, ja, es ist zwar nicht oft, klar, man hat nicht immer gute Gefechte, aber es geht durchaus was, dass man auch auf einer Stadtkarte etwas erreichen kann mit der Maschine. Wird natürlich nicht jedes Mal so sein, beziehungsweise bei mir zumindest nicht so, weil es gibt vielleicht gute Spieler, die in jeder, auf jeder Himmelsdorf-Karte immer, auf jeder Stadtkarte immer gute Gefechte haben. Also hier kann man einfach so versuchen zu spielen, dass man sozusagen hinter dem Rücken der Verbündeten bleibt. Hier wäre natürlich zum Beispiel an der Position 2 Grad mehr nach unten Richtwinkel besser gewesen. Ich lasse also zwei Verbündete noch hochkommen. Ich sehe noch, dass noch weitere zwei folgen.
Man kann also durchaus hier auf eine gewisse Unterstützung hoffen und entscheide mich also hochzufahren, weil ich sehe, dass da hinten schon ein Objekt 430 Uhr an der Mauer steht. Wahrscheinlich war das Abpraller von seiner oberen Wand, also hier kann man nicht davon Durchschlag zählen. Schauen wir mal, vielleicht geht er nochmal auf. Und scheinbar war das auch ein Treffer. Und könnte sein, dass da sogar ein Schaden dabei war. Jetzt wieder Abpraller. Und, ein sehr guter Spieler beim Gegner natürlich, der scheinbar Angst hat, Tastatur zu betätigen. Zu unserem Vorteil. Also ich bin nur dafür. So, und schon ist er weg. Hier haben wir eine Möglichkeit, um die Ecke zu spielen. Ja. Und ich wollte eigentlich jetzt nach vorn schauen und gucken, was da ist, aber Objekt 430 hat Probleme mit seinem Richtwinkel. Ne? Ebenfalls 257er. Die müssen also komplett rausfahren und dann, bis sie raus sind und dann noch die Kanone einzielt. Die schießen also beide daneben, zu meinem Glück. Sonst wäre ich jetzt schon fast tot. Ja? Das war also eine riskante Situation. Der hohe Durchschlag hat mir vorhin, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, erlaubt, Objekt 430 in den Turm durchzuschlagen. Ich weiß aber nicht, ob das sein Turm war oder vielleicht knapp die Oberkante von der Wanne. Hier steht jetzt 257er nicht sehr vorsichtig. Ich, kennt man ja. Zack. Radpanzer hat Probleme zu manövrieren irgendwie. Können natürlich. Er fährt mir schon wieder ins Gesicht. Radpanzer, du kannst ja rechts an mir vorbei. Und jetzt, ja, ich bin schuld, dass du nicht lenken kannst, ganz klar. Jetzt versucht er mich zu schieben. Das ist sehr fair gewesen. Also das war, Wort Gott hat ihn bestraft jetzt. Wortgottheit. Ich versuche zu warten. Also 250 hat geschossen. Jetzt ein Schuss in die untere Wanne. Uneingezielt. Stabilisierung ist scheiße. Ich treffe die obere Wanne. Komme nicht durch. Jetzt ziele ich aber ein. Haben wir genug Zeit, weil DPM zum Glück nicht so hoch ist. Und er kriegt noch einen Schuss von mir. In die untere Wanne. Jetzt ist er ganz allein. Ich könnte jetzt noch einen Schuss fressen. Steht er 6 zu 4 schon. Da kann man also durchaus das 257er rausnehmen. Artillerie. Und S1. ST1, Entschuldigung. Manche sagen auch STI dazu, was nicht richtig ist. Weil es ja auch nicht Panzerkampfwagen IV heißt, sondern Panzerkampfwagen 4. Knurhan. Nurhan wird vermöbelt von allen Seiten gleichzeitig. So, zusammenfassend kann man über diese Maschine sagen, dass sie sehr strittig ist. Es ist kein sehr guter Panzer im Punkto Spielspaß und Farmfähigkeit, Trainingsfähigkeit, weil man kann mit dem. Es ist ein Premium-Panzer, ja, und seine primäre Aufgabe ist es, Mannschaften trainieren, Silber farmen. Mannschaften trainieren kann er nicht, weil du mit ihm keine Stock-Mannschaften fahren kannst. Außer du willst eine schon gute Mannschaft noch weiter trainieren. Dann ja, dann geht's ja. Ration rein, bitteschön. Dann Anleihen und so weiter. Gutes Zubehör, lila Zubehör rein. Dann kann man sehr gut. Und wenn du den ständig spielst, dann bist du natürlich mit dem gut vertraut. Wenn du aber zwischendurch ein paar Rundchen immer drehen willst und dann verstehst nicht, warum du immer so schnell stirbst, wahrscheinlich machst du einfach zu viele Fehler mit ihm. Und das ist ein Panzer, der keine Fehler verzeiht. Er farmt auch nicht sehr gut. Er farmt zwar, aber nicht sehr gut. Also 3000 Schaden, 60.000 netto jetzt mit Ration, die aber auf Lager war. Das heißt, ich bezahle hier für die Ration nichts. Oder nur den halben Preis, halber Preis, nicht auf Lager, sondern halber Preis. Also kannst du nochmal, wenn du normal einkaufst, die Ration, dann kannst du nochmal 10.000 abziehen von dem Farm.
Und das ist praktisch für 3000 Schaden, den man aber mit sehr viel Schweiß machen muss. So, ich bin da zu leichtsinnig immer rein in das Gefecht mit dem Panzer und mache einfach zu viele Fehler. Da muss man sich auf den Panzer speziell einspielen und immer praktisch schauen, dass man 100% ohne Fehler fährt. Nur unter solchen Bedingungen, wenn du meinst, dass du so spielen kannst, immer aufpassen und dass dir sowas Spaß macht, solche Spielbarkeit, solche Spielweise, dann kannst du den natürlich zulegen. Aber bei einer Möglichkeit. So, das waren die Vor- und Nachteile von dem Panzer. Gewissermaßen hat mir das Video Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Wenn ihr weitere Guides sehen wollt, unterstützen wollt, bitte drückt irgendwas unter dem Video, schreibt irgendwas in Kommentare, welchen Panzer ihr als nächstes in dem Guide sehen wollt. Und ansonsten sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.